Dürfen wiedergeborene Christen Götzenopferfleisch essen oder nicht? Gibt es dazu eigentlich widersprüchliche Angaben und was bedeutet das eigentlich? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In der antiken Welt gab es heidnische Götzen, für diese Götzen gab es auch Tempel und einen Götzendienst. Dabei gab es rituelle kultische Schlachtungen von Tieren und deren Fleisch wurde bei Opfermahlzeiten verzehrt zur Verehrung der Götzen. Und nun gibt es in Bezug auf das Götzenopferfleisch essen verschiedene Aspekte und Erwähnungen. In 1. Korinther 8 bewertet Paulus das Götzenopferfleisch zunächst substanziell. Und Paulus macht klar, in Bezug auf die Substanz ist das Fleisch, Götzenopferfleisch, einfach nur Fleisch. Und die Götzen sind substanziell einfach nur Holz und Stein und haben deswegen keine Bedeutung. Diese Erkenntnis haben die wiedergeborenen Christen. Sie wissen, es gibt den lebendigen Gott und neben ihm gibt es keine Götzen oder Götter. Sie sind entweder nur aus Stein oder Holz und das Fleisch ist einfach nur Fleisch, substanziell bedeutungslos. Unter diesem Gesichtspunkt können die wiedergeborenen Christen bedenkenlos Götzenopferfleisch essen. Sie sollten jedoch Acht geben, denn es gab wiedergeborene Christen, die haben Anstoß daran genommen, weil sie ein schwächeres Gewissen hatten. Sie haben Anstoß genommen, dass manche Christen dieses Fleisch verzehrt haben. Dann sollten diese Christen, die dieses Fleisch verzehren, darauf verzichten, aus Rücksichtnahme auf die Christen, die ein schwächeres Gewissen haben. Diese substanzielle Bewertung ist auch die Grundlage für 1. Korinther 10, Vers 25, wo Paulus sagt, wenn ihr dieses Fleisch, Götzenopferfleisch, auf einem Fleischmarkt kauft, könnt ihr es bedenkenlos essen. Denn es gab Opfermahlzeiten und wenn da Fleisch übrig blieb, wurde dieses auf dem Fleischmarkt verkauft und wiedergeborene Christen haben es gekauft, wissentlich oder unwissentlich, und einfach verzehrt. Da sagt Paulus, das ist erlaubt, denn es ist einfach nur Fleisch. Ganz anders verhält es sich jedoch, wenn es im Zusammenhang mit dem Götzendienst steht. Denn Paulus macht klar, substanziell sind die Götzen zwar Holz oder Stein, aber letzten Endes sind Dämonen hinter den Götzen. Und diese Opfermahlzeiten und dieser Götzendienst ist letzten Endes eine Verehrung der Dämonen. Es ist der Tisch der Dämonen. Und die Christen sollten auf keinen Fall daran teilnehmen, an den Opfermahlzeiten, um sich vielleicht nur satt zu essen, denn damit haben sie Gemeinschaft mit dem Tisch der Dämonen. Was heißt das? Das ist ein göttliches Prinzip, dass eine äußerliche Teilnahme bedeutet eine innere Gemeinschaft, eine innere Einsmachung mit den Dämonen. Und davor warnt Paulus, denn es gab wiedergeborene Christen, die sind in den Tempel, haben an den Opfermahlzeiten teilgenommen, auch nur um sich satt zu essen. Aber davor warnt Paulus, denn damit haben sie Gemeinschaft mit dem Tisch der Dämonen. Und davor warnt Paulus eindeutig. Eine weitere Erwähnung, ein weiterer Aspekt ist, dass das Götzenopferfleisch essen ist eine Periphrase, eine Umschreibung von Götzendienst tun, wie zum Beispiel in der Apostelgeschichte oder in Offenbarung 2, Vers 20. Da ist einfach Götzendienst tun, ist einfach umschrieben mit Götzenopferfleisch essen. Da ist Götzenopferfleisch essen ein Ausdruck von Götzendienst tun. Und das ist natürlich für wiedergeborene Christen nicht erlaubt. Ich möchte das Gesagte in ein konstruiertes Beispiel übertragen zur Veranschaulichung. Man stelle sich vor, es gäbe einen Götze, dem würden Bananen geopfert werden. Also die Götzenopfer wären Bananen. Und der wiedergeborene Christ kommt vorbei an dem Tempel, nimmt sich eine Banane, läuft weiter und verzehrt diese. Dann sagt Paulus, ist das völlig bedenkenlos, kann er diese verzehren, denn substanziell ist der Banane einfach nur eine Banane und steht nicht in Verbindung mit dem Götzenopferdienst. Wenn aber der wiedergeborene Christ in den Tempel gehen würde, auch nur äußerlich teilnehmen würde an den Ritualen und an den Opfermahlzeiten, dann würde er durch die äußerliche Teilnahme schon Gemeinschaft haben mit dem Tisch der Dämonen, die Dämonen, die hinter den Götzen stehen. Auch nur, wenn er sich satt essen wollte an einer Banane, würde er allein durch die äußerliche Teilnahme, hätte er damit schon Gemeinschaft mit dem Tisch der Dämonen. Und davor warnt Paulus, das sollten wiedergeborene Christen nicht tun. Das ist ein konstruiertes Beispiel, um dieses göttliche Prinzip zu verdeutlichen. Ich hoffe,
Das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch weitere Fragen hast, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.